Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Stories, The Path of Destiny. Nun, die letzte Folge war ja jetzt wieder, die hat ja schön geendet. Aber ich würde wirklich gerne wissen, wie wir die vierte Wahrheit herausbekommen. Und danach ist es ja einfach nur sehen, wie wir uns entscheiden. Wie entscheiden wir uns? Ich glaube, also diesen Weg sind wir mehrmals gegangen, diesen Weg sind wir mehrmals gegangen. Aber das Gehäuse, das haben wir nur einmal angegangen. Von daher. Every child knew about the Sky Ripper. The Transcendent Emperor had buried its pieces deep. And then, this Emperor's horrific sacrifices had brought it back to the surface. Renardo wasn't exactly sure how to use the legendary weapon. But surely, there must be some way to do it without provoking another catastrophe. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the Earth? It was more than Renardo could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. Gut, wir einfach ganz schnell das Gehäuse suchen. As he set foot on the island, Renardo couldn't help feeling a bit curious. Was Lupino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Renardo felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Renardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Ja, ich laufe einfach mal weiter. Hol das Gehäuse des Kapitäns. Das machen wir einfach. Ohne irgendwie lang zu snacken oder irgendwelche Umwege. Wir holen uns das Ding einfach. Und dann. Ja. Wobei, diesen Weg möchte ich dann doch gerne gehen. It was time for a little exploration. Ja, einfach nur, weil ich diesen Weg doch nicht gegangen bin. Von daher. So, zack, 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 zack. Wunderbar. Zack und. Das war's. Sehr schön. Weiter geht's. That had been his mistake before. Thinking he could win a battle of wills with an ancient evil all by himself. He had to be cleverer than that. Or braver. Or something. Ja, habe ich das ja eigentlich schon gelesen? Guck mal. Die Weibel. Ich glaube. Ja, das haben wir auch, glaube ich, auch schon gelesen. Ja, okay. So ein bisschen erkenne ich den ganzen Weg noch. Da wir aber hier noch nicht waren, da wir noch nicht kein. Und da wir noch kein Eisschwert hatten, gehen wir auch den Weg. The platform used a hybrid propulsion system fueled by anti-gravity and wishful thinking. Ah, interessant. Sehr schön. Ich hab zwar gesagt, wir gehen zwar das Ding hoch ohne Umwege. Aber wenn es eine Abkürzung ist. Gut, nehmen wir mit. Ein bisschen Gesundheit. Yay, ich freue mich. Toll.
ist das jetzt wirklich bloß noch sämtliche Missionen noch einmal wiederholen. Ah. What's for dinner, you thought? I hope it's not broccoli. Blumenkohl. Da steht Blumenkohl. Habe ich mich hier wieder wunderbar eingestellt. Wunderbar dämlich. Aber hey, muss ja irgendwas passieren in der Folge, ne? Da. Komm, geh weg. Tschüss. Tschüss. Den einen lasse ich meinen Weg nehmen. Hello. The eyes have had it. Zack, zack, zack. Kann ich nicht einfach so... Tschüss. Ach ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ach, schön. Schön waren die Zeiten, als ich dieses Rätsel verkackt habe. Can I build my castle, thought Renato? All my gates are going to open with buttons, and all the levers will drop rocks at your head. Ah. So. Diesmal gleich hier fürs Try. Kiste. Haben wir immer noch ein Schwert, das wir upgraden müssen. Ist das so eine Säule? Hätte ich etwa hier lang gehen müssen? Ja, wahrscheinlich. Das ist ja. Ach! Geld vergessen. Das tötet einen Gegner mit einem einzigen Schlag, wird bei Erreichen einer bestimmten Komboschwelle automatisch aktiviert. Ja, komm. Und da haben wir das gute Stück. Ja, damit. There it was. Skyripper's Armature. The stuff that dreams are made of. Engineer's dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How is it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist, but first he'd get the second piece. Skyripper had a heart, a core that had come to rest on the next island. No, well, no, no. There was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Ja, aber wir gehen trotzdem einfach zu Zenobia. Die ganzen Texte kennen wir einfach ja alles schon, deswegen. Renato asked himself why he changed course to confront Zenobia. He'd no idea. Sometimes he would just do things and he could never figure out why he'd done them. Usually, they worked out. After all, he was a hero. The truth is, though, he wanted to see her, wasn't it? It had been a dozen years since Swordfu School. He'd followed every rumor about her, every scrap of news. Not that he still loved her. After all, she was his enemy. No, it was solely because know your enemy. But it would be great to see her. Even if they faced off across sword points, as they'd done so many times at school. The world was a less interesting place without her. Boah, wird schon schief gehen. Trifft Zenobia, machen wir. Ich werde einfach mal wunderschön durchrushen. Weil den Großteil der ganzen Stories
kennen wir ja jetzt alles schon. This was the nice part of town, but the ravens had been through here. They like to take shiny things home to their nests. Ja, wie gesagt, das meiste kennen wir halt wirklich alles schon. Und jetzt geht's halt wirklich darum, wie wir die vierte und letzte Wahrheit rausbekommen. Ja, und dann ist es dann bloß noch. Everybody knew you shouldn't trust a raven further than you could throw one. But did vertical drop count? Ja, gut, ich kann die ziemlich weit werfen. Ups. Warte mal. Oh. Ach, auf einmal geht das mit dem Schwert. Was zeigt der mir an? Oh, falsches Schwert, blablabla. Naja. Wie viel brauchen wir noch? Ah. 9 Stück noch. Arxivia. He couldn't do worse with Zenobia than he'd done with the core, could he? Oh, goody, goody, keine Ahnung. He needed some way to break the ice with this wall, so to speak. Yeah, yeah, I get it. So, wow, zieht's. Voll gelohnt, ey. Na, hey, ja, jetzt mach schon. So, durchgerusht. Wunderschön. Renardo wasn't entirely sure how he was going to capture Zenobia. She'd be expecting him. And he didn't have Lupino to cook up a clever plan. Why was it again that he hadn't got the core? Maybe because the results tended to be disastrous. These streets were familiar. The Swordfu school was closed now, but he had been down that street 1,000 times. He knew that pub. He knew that alley. He knew the alley behind it much too well. No wonder Zenobia had chosen to invade this island herself. Also ein paar Dialoge sind dann schon anders. Deswegen hat es ja auch gefressen. Down. Was? Stöckkratten. Alter. Tschüss. Nervkrähen. Hm? Na, kriegen wir diese Folge vielleicht noch zusammen. Hm? Achso, da ist er ja schon. Renardo slinked through Zenobia's ship, making no sound at all. Where were her guards? Finally, he reached her bedroom. She was curled up on her bed. Oh, he'd forgotten how beautiful she was. How sleek. How soft. He tapped her on the shoulder with his sword. She vanished. And he suddenly noticed he couldn't move except his mouth. In fact, soon he couldn't keep his mouth shut. He told Zenobia everything. Skyripper, the Iblisstone, even where the secret rebel base was, until he was hoarse. It was some kind of truth spell. A talky, talky, talky truth spell. She called her father by Farspeaker Toad and filled his majesty in. But why didn't he get the core? Croaked the Farspeaker in, something like his majesty's croak. Because I missed you, darling. Renardo grinned. He doesn't even know why, frowned Zenobia. That makes no sense. It's a trap, shouted the Emperor. I'll meet you at the outpost, and I'll bring my interrogators. If Renardo came face to face with the Emperor, maybe he could assassinate him. But maybe it would be smarter and safer to turn Zenobia against her father. Hmm.
Jetzt haben wir ja doch noch was Neues. Triff dich mit dem Imperator, Renato, ihre zu einer Entscheidung Zenobia zu finden. Nachdem er das Gehäuse des Skyroopers an sich gebracht hatte, stellt sich als Katastrophe heraus. Doch vielleicht konnte er die Situation noch retten. Der Imperator war auf dem Weg zum Nexus. Renato konnte versuchen, ein Attentat zu verüben. Er würde mit Zenobia zum Nexus gelangen und dann entkommen. Oder er könnte Zenobia dazu bringen, sich gegen ihren Vater zu stellen. Er konnte ihr Beweise für den Wahnsinn ihres Vaters vorlegen. Doch dazu mussten sie den Wissenschaftlern auf dem Nexus einen Besuch abstatten. Er wusste genau, was er sagen musste, um sich bei ihr Gehör zu verschaffen. Interessant, interessant. Tja. Moment, kleinen Moment. Ja, gut. Ich beende mal die Folge. Wie wir uns entscheiden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Stories, The Path of Destiny. Ich bedanke mich fürs Zusehen, für diese schnell gerushte Folge. Ich glaube, die zukünftigen werden, ja, die werden genauso sein. Einfach schnell dadurch, bis wir halt wirklich neue Entscheidungen haben oder halt überhaupt was Neues haben. Von daher, stellt euch schon mal drauf ein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.